Willkommen zurück bei Platzhirsch Survival, zum finalen Teil der Trilogie von Schweden. Was ist bisher geschehen? Wir haben Hanna Batjön erkundet, hier an einem traumhaften See gelagert. Stürme machten uns das Leben schwer und da half nur Frustfressen, was die Feldküche hergibt. Wir sind mit den wunderbaren Bisons in Berührung gekommen und haben mit ihnen Freundschaft geschlossen. Okay, vielleicht nicht mit allen. Dafür aber umso mehr mit den schwedischen Mädchen. Und auch in dieser Folge haben wir für euch wieder ein paar coole Highlights am Start. Also bleibt auf jeden Fall dran bei... Ich melde mich hier zurück aus den wunderschönen Wäldern in der Nähe von Markaryd. Wie ihr wisst, sind wir schon seit mehreren Tagen dem Elch auf der Spur. Damit es nun endlich klappt mit ein paar Nahaufnahmen, habe ich mit meinem Beil ein paar Äste von junger Birke abgeschlagen und wir transportieren die jetzt mit einer kleinen Plane durch das Naturreservat. Das war schwieriger, als es vielleicht klingt. Näheres dazu jetzt von Marv. Es hat sich auch gleich gerecht. Mein Kamerad hier, der Plätzersch, wurde prompt von einem Schwarm Ameisen überfallen, welche ihn ins Leder wollten, weil er ihre Birke massakriert hat. Das war mehr lustig als schmerzhaft von da aus. Also zumindest für mich. Ja, erfolgreich abgewehrt. Ja, aber top. Und bisher einer der geilsten Tage. Daumen hoch. Meld mich dann nachher nochmal aus dem Lager zurück, sofern wir dann eins haben. Bye, bye. Wir genießen die friedliche Atmosphäre im Naturreservat. Schauen noch den Vögeln zu, sind noch ganz begeistert und berauscht von kleinen Wasserfällen und Bächen, als wir plötzlich im Dickicht des Waldes eine Entdeckung machen. Da ist er endlich, der König der schwedischen Wildnis, der Elch. Wir entdecken immer mehr Elche. Sei es beim Grasen auf der Wiese oder beim Naschen an den köstlichen Nadelgewächsen oder einfach nur beim Chillen und Wiederkäuen. Ganz vorsichtig nähern wir uns den riesigen Tieren. Es ist faszinierend, sowas mal wirklich aus der Nähe mitzuerleben. Und wir können kaum glauben, dass die uns so nah an sich ranlassen. Die beiden haben sich besonders lieb. Macht euch weg, ihr Spanner, sonst nehme ich euch auf die Hörner. Okay. Manche Tiere kommen uns näher, als wir dachten. Hashtag wie ein Boss. Wie viele Waldbewohner sieht man auf diesem Bild? Richtig, zwei. Ein Platzhirsch und ein Elch. Wir sind hier an einem kleinen Café am Waldesrand angelangt. Und hier gibt es quasi einen regelrechten Elchkult-Tourismus. Und ich esse jetzt hier gerade meinen ersten Elch-Hotdog meines Lebens. Mit einem leicht süßlichen Senf, wo ein bisschen Honig mit drin ist. Geil. Aber für 4 Euro stattlich. Wir haben die Elche verlassen, sind weitergezogen und hier an einem sehr kleinen See angekommen. Hier ist das Wasser recht dunkel. Der Boden hier vorne ist ein bisschen sumpfig, hat eine hohe Grundfeuchtigkeit. Ist aber super weich, mit Moosen bewachsen und mit Farnen und mit Gräsern. Wir haben das Lager aufgeschlagen. Der Marv wieder sehr unvorbildlich mit seinem Bier. Das hat er sich heute unterwegs gekauft. Im kleinen Laden.
Ich habe hier meinen regenfesten Poncho, den ich gestern noch anhatte, auf der Pirsch nach dem Elch. Wie gut, dass du dein eigenes Bier... Habe ich heute hier aufgehangen, um die Wetterseite ein bisschen dichter zu machen, dass uns hier nicht der Regen so reinpfeift und der Wind. Marv, sein Bier ist natürlich alkoholfrei, ansonsten würden wir das hier aus Jugendschutzgründen gar nicht zeigen. Und ja, wir haben jetzt hier eine Kleinigkeit essen, haben wieder unser Zeug ausgebreitet. Wenn man das immer sieht, könnte man denken, wir rücken mit dem LKW an und wenn das dann wieder alles gepackt ist, dann passt es wieder in zwei Rucksäcke oder außen dran teilweise. Ja, wir werden jetzt noch Feuerholz suchen. Und dann verbringen wir hier auf jeden Fall den Abend. Anscheinend die Nacht. Die Bedingungen hier sind ziemlich scheiße. Es ist schweinenass, das Holz ist absolut durch. Und um jetzt an trockenes Holz zu gelangen, werde ich im Prinzip dieses äußerlich nasse Holz aufspalten und das trockene Kernholz soll dann brennen. Dafür nehme ich hier mein Messer. Und so komme ich hier ran. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Das ist eine Hommage an Marvs Freundin. Da wird sie sich freuen. Ja. Dass sie sieht, dass wir doch Feuer machen können. Totale Katastrophe mit diesem extrem feuchten Sumpfholz hier. Aber das ist halt das, was ich immer sage, ne? Survival ist eben, man kann es gar nicht oft genug wiederholen, das Überleben unter den gegebenen Bedingungen mit den gegebenen Mitteln ist halt nicht immer alles Zuckerschlecken. Dafür bietet uns sich jetzt ein herrlicher Ausblick auf die letzten Sonnenstrahlen. Es ist ja auch schon wieder um 8. Jetzt das Ufer nochmal schön erfasst. Der Himmel klart hier hinten offenbar ein kleines bisschen auf. Das wäre ja ein Traum. Oh ja. Hier ist es schon recht blau. Hier hinten ist der Sonnenuntergang. Und morgen soll es ja auch mal nicht regnen, wenn der Wetterbericht so bleibt und stimmt. Das wäre ja nahezu... Ich dachte, es gibt Sturm. Wie Urlaub. Ja, es gibt morgen nur Sturm. Das ist eine deutliche Verbesserung. Sturm kann trocken sein. Na gut. So, und dann schauen wir mal. Und übrigens, wir haben einen kleinen Nachtisch gefunden. Das war uns beim Reingehen gar nicht so bewusst, weil wir da einfach mit 20 Kilo auf dem Rücken nur die Schnauze voll hatten. Haben gar nicht danach geschaut. Aber... Hier gibt es Blaubeeren. Diese ist noch nicht reif. Das ist bedauerlich.
Jetzt hatte ich gerade eben ein paar Reife. Naja. Die sehen hier hinten drin immer so ein bisschen aus wie kleine Torx-Schrauben, finde ich. Und haben so ganz leichte Zacken an den Blättern. Ja, mal schauen, ne? Also. Bis dann erstmal. Ich weiß nicht, ob ich mich heute nochmal abends melde. Ich will nicht wieder was versprechen mit dem letzten Gruß vorm ins Bett gehen. Und dann mache ich es wieder nicht, weil ich die Schnauze voll habe. Also von daher erstmal, bin erstmal raus. So, wir machen hier Kokosöl. Das wird jetzt hier flüssig gemacht. Aufgrund der Tatsache, dass es regnet und die ganze Zeit geregnet hat, werden wir draußen definitiv kein Lagerfeuer ankriegen. Deswegen machen wir das jetzt so hier. Mit dem flüssigen Kokosöl in dieser alten Thunfischdose. So. Das tun wir jetzt hier rein. Nehmen einen Lappen. Dass ich jetzt mit dem Öl vollsaugen soll. Dieser wird jetzt angebrannt. Und dann, wenn er richtig brennt, wird er. Jawohl, das geht. Kommt hier unser Topf drauf. Und in diesem Topf wird das Wasser jetzt schön heiß. Und dann können wir Kaffee kochen. Einziger Nachteil ist, dass die Schüssel eine sehr geringe Auflagefläche hat, deswegen muss ich hier das Gleichgewicht halten. Aber das ist ja nicht so schlimm. Hier gibt's Pilze, das ist der Hammer. So groß wie meine Handfläche und größer. Ich habe Handschuhgröße 11. Also das hier ist ein 25 cm Durchmesser. Irre. Wir haben jetzt hier eine von Marvs Abkürzungen genommen. Das heißt, wir laufen durch eine, oder wir laufen eine Böschung hoch. Sind hochgelaufen mit feuchtem Laub. Durch absolutes Dickicht, wo man kaum durchkommt. Und es ist extrem rutschig. Der Energieaufwand ist gleichermaßen hoch, als wenn du gleich den Wanderweg nimmst. Aber es ist okay. Wir haben es geschafft. Wir sind motiviert. Der Marv führt uns gerade an. Es ist ein stürmischer Sonntag. Wir haben uns wieder ein bisschen zurückbewegt Richtung Süden. Weil irgendwann müssen wir ja auch mal wieder am Dienstag in Trelleborg ablegen. Und da kann man ja nicht unendlich weit nach Norden reisen, sondern muss ja irgendwann auch mal wieder rückwärts. Wir sind jetzt hier nochmal vorbeigekommen am See von Hanabatjön, weil hier einfach Sandstrand und klares Wasser ist. Und haben uns erstmal gewaschen und waschen jetzt gerade auch einen Teil unserer Sachen. Man kann ja immer nur einen Teil waschen, weil man die andere Seite noch anziehen muss. Ja. Hier herrscht gerade eine Temperatur von ca. 12 Grad außerhalb des Wassers. Und im Wasser, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken, es war schweinekalt. Ich war jetzt so froh, wo ich meine Softshelljacke wieder anziehen konnte und mein Sweatshirt drunter. Das waren noch die saubersten und am wenigsten verschwitzten Sachen, die ich habe. Und alles andere wird jetzt erstmal gewaschen. Und der Lagerplatz ist diesmal ein bisschen anderer als hinterm Berg. So ein bisschen geschützt in der Senke, dass uns nicht der Wind so reinpfeift, weil wir jetzt wie gesagt nasse Klamotten haben teilweise und nicht alles anziehen können. Ja, es war trotzdem notwendig, also die Temperatur hat uns überhaupt nicht abgeschreckt da reinzugehen,
Weil wir haben ungefähr so gerochen wie... Ja, ich weiß nicht, ob es schlimmer war als ein Elch, aber so ungefähr die Richtung war es. Wie ein nasser Elch. Ja. Ist halt so, wenn du tagelang durch die Gegend wartest, in dem Sumpf konnten wir nicht baden, das Wasser war so dreckig, da wären wir hinterher dreckiger gewesen als vorher. So ist es halt. Also jetzt erstmal noch die paar Klamotten waschen, dann ab an Lagerplatz, Feuer machen, warm werden. Hier in der Talsenke hinterm Berg haben wir jetzt unser Lager, wie besagt, aufgebaut. Heute mal ein bisschen anders. Heute musste ein bisschen mehr Handarbeit geleistet werden. Haben hier erstmal dünne Stämme entastet. Zwei Stützbalken, einen Querbalken. Hier an der Seite noch einen hingezimmert. Und in der Mitte noch einen. Wir haben daran unsere Zelte, also unsere Zeltplan, unsere einzelnen Planen, sind ja noch nicht mal richtig Zeltplan, aufgespannt. Die Stelle, wo es ein bisschen reingezogen hat, hier abgedichtet mit solchem Geäst, was wir ja abgeschlagen hatten vom Stamm. Den Querbalken gleich als Wäscheleine verwendet, um nasse Sacken, um nasse Sachen zu trocknen. Tape und so nehmen wir morgen alles in der Mülltüte wieder mit. Immer schön dran denken, nichts im Wald liegen lassen. Die Lagerflagge weht hoch. Meine Buchse. Hängt die nassen Socken ab. Und alles schön im Bett getrocknet. Und es brennt der Hoboofen. Der Marv betreibt noch ein bisschen Bush Beauty, kämmt sich seine Haare. Und heute gibt es mal was von den mitgebrachten Vorräten, auf was wir uns ganz besonders freuen. Nudeln, Spaghetti, oh yeah. 4 Portionen, aber ihr wisst ja, wie das zu bewerten ist. Also, das sind ja Kinderportionen. Also effektiv 2, so dass man richtig satt wird. Wir haben hier schon wieder aus dem See Wasser mitgenommen. Wird wieder abgekocht, um es genießbar zu machen. Das Übliche halt. Wir haben das während dieser Tour, glaube ich, gefühlte 1000 Mal gemacht, aber wir können das ja nicht jedes Mal zeigen. Ja. Da hinten ist eine Kanustation. Da wollten wir eigentlich ein Kanu ausleihen, wollten rausfahren und uns mal im Angeln abproben. Leider ist da keine Person anwesend. Deswegen können wir uns natürlich auch kein Kanu ausleihen. Stattdessen sitzen wir hier am Ufer und erproben uns mit bushcraftiger Angeltechnik. Quasi Stipprute aus Holz und Pose aus Holz. Alles, was wir uns gekauft haben, sind Angelschnur, Blei und Haken. Ja, die Fische wollen nicht so, wie wir wollen. Ist ja normal. Aber passiert. Ansonsten steht heute eigentlich nichts weiter an, oder? Vielleicht eine Wanderung durchs Naturreservat. Mal schauen, wie das Wetter ist. Also bis jetzt sieht es eigentlich recht gut aus. Mal gucken, ob wir, wenn wir dann zurück sind, noch Lust haben. Und dann die letzte Nacht in Schweden. Machen wir einen entspannten. Anmerkung? Also, ich sag mal so, hier gab es schon im Kaufland nicht viel Fisch. Am See hier scheint es noch weniger zu geben am Ufer. Wo reicht das? Horrido! So, wir sind jetzt wieder im Lager angekommen. Es ist unser letzter Abend in der schwedischen Wildnis. Morgen geht die Fähre wieder zurück von Trelleborg nach Rostock. Und wir haben jetzt hier nochmal die letzten Reste von Mehl und Körnern und allem verwendet, um nochmal ein bisschen Brot zu backen. Ist es danach alle? Sind unsere Vorräte dann alle diesbezüglich? Fast. Also ein bisschen ist noch da, aber... Okay, also höchstens noch ein paar Krümel Mehl, ansonsten ist es dann alle. Der Marv macht hier gleich noch ein paar gebackene Bohnen dazu. Ja. Man muss ja auch gut furzen können auf so einer Fähre, dass die anderen auch wissen, dass wir da sind. Ja. War auf jeden Fall bis jetzt ein saugeiler Trip. Und wir werden jetzt nochmal den... das Naturreservat aufsuchen, was hier am anderen Ende des Sees ist. Wir werden eine kleine Wanderung unternehmen und mal schauen, was für Tierchen wir da jetzt noch zu Gesicht bekommen.
Vorhin hatten wir ein total geiles Eichhörnchen. Das hat eine halbe Minute neben uns am Waldesrand gestanden und gewartet. Und ich habe die Kamera draufgehalten und hatte vergessen, den Auslöser zu drücken. Oder habe ihn nicht richtig erwischt. Und als ich dann praktisch beim Video auf Stopp drücken wollte, hat es dann angefangen aufzunehmen. Also total. Das müssen wir aus Jugendschutzgründen rauspiepsen, was ich jetzt gesagt habe. Ja, egal. Also, mein Arm fällt gleich ab. Deswegen mache ich jetzt Schluss. Bis nachher. Aus jedem Blickwinkel einfach nur immer wieder schön. Die unbelassene Natur. Ja. So schnell wird aus einer simulierten Survival-Situation eine echte. Wir sind auf dem Weg gewesen in dieses Naturreservat. Und da ist ja kein offizieller Weg eingezeichnet. Wir haben uns dann so ein bisschen durch so einen Sumpf durchgekämpft. Und irgendwann sind wir an eine Stelle gekommen, wo ein Fluss uns vom anderen Ufer trennte, der noch nicht mal auf der Karte eingezeichnet war. Und da es jetzt wahnsinnig spät ist, wollten wir aber auch nicht noch unsere Sachen ausziehen und da durchwarten, also Hosen hochkrempeln oder ausziehen und Schuhe, Socken, alles. Auf der anderen Seite war überall scharfkantiges Gras und Schilf. Die Dämmerung bricht bald herein und deswegen entscheiden wir uns gegen eine Überquerung des Flusses und warten dann durch einen schrecklichen Sumpf und durch Moore. Das Wasser steht uns oftmals bis über die Knöchel. Und wir treten eigentlich nur von einem Grasbüschel aufs nächste, die hier so vereinzelt aus dem Wasser wachsen, damit wir überhaupt durch dieses Terrain durchkommen. Wir wissen, wo wir sind, südwestlich vom See, haben uns aber trotzdem mehr oder weniger verlaufen, denn es gibt keinen Weg, der uns zum Ziel führt. Wir kämpfen uns hier verzweifelt durch. Es fängt in dem Moment, wo wir die Hochmoore durchqueren, auch noch tierisch an zu regnen. Es gibt einen richtigen Platzregen. Und wir treffen dann die Entscheidung, dass wir uns im Grunde genommen nach Osten durchschlagen, querfeldein, durch dichtestes Gebüsch und Geäst und an ein paar Bäumen hoch, die der Wind umgehauen hat, einen steilen Hang hoch, bis wir dann letztendlich wieder auf ebener Fläche landen. Wir treffen dann auf eine Straße, die den See quasi großräumig umfährt und benutzen diese, da das der einzige befestigte Weg weit und breit ist, um so nah wie es geht nochmal zum Lager zurückzulaufen. Dann raus aus den nassen Klamotten und nichts wie ab in den warmen Schlafsack. So, letzter Tag, Aufbruchstimmung, wir haben unser Lager abgebaut, hier ist nichts mehr zu sehen, so verlässt man ein Lager. So verlässt man die Natur, ohne Müll, ohne sonst was zu hinterlassen und ohne, dass jemand sieht, dass man da war. Alles, was wir mit hatten, haben wir wieder auf dem Rücken oder in der Hand. Also ich habe es auf dem Rücken, er hat es in der Hand, zumindest teilweise. Und jetzt geht es wieder zurück zum Auto. Die Nacht war furchtbar, nass, kalt. Unsere sonst eigentlich schützende Plane hat ein paar Löcher bekommen, weil von oben von den Bäumen spitze Zapfen runtergefallen sind aus ausreichender Höhe. Und somit haben wir jetzt nachts ein bisschen notdürftig mit Tape die Plane geflickt, aber sind trotzdem nass geworden. Also, Hygienecheck ist auch mal interessant. So sieht man aus nach 7 Tagen. Ohne Rasur. Meine Haare muss ich im Auto erstmal kämmen, damit sie uns heute überhaupt auf die Fähre lassen, weil wir sehen aus wie irgendwelche Taliban, die seit einem halben Jahr in Bergen gelebt haben. Vagabunden. Vagabunden, genau. Ja. Also, wir sehen uns nachher noch zum Platzhirsch Survival Fazit und wir machen jetzt erstmal zum Auto und es wird echt Zeit.
erwischt. Ich hab wohl gedacht, das filme ich, ja? Ihr kleinen Perversen. Also, folgendes Fakt. Die Idioten vom Hafenpersonal haben uns trotz bezahlter Tickets, auf denen die korrekte Abfahrt draufsteht, in die falsche Linie geschickt. Die haben uns auf die Sassnitz-Fähre geschickt, anstatt auf die Rostock-Fähre. Die Rostock-Fähre hat derzeit abgelegt. Wir haben uns gewundert, warum es so lange dauert. Und der letzte Mitarbeiter praktisch schon auf der Brücke zum Schiff, der hat dann gemerkt, das ist die falsche Fähre. Das heißt, wir sitzen jetzt in Schweden. Unser Schiff ist weg. Und wir haben jetzt die nächste Fähre zugeteilt bekommen. Gnädigerweise hat man uns wenigstens kostenlos umgebucht. Wenigstens das. Sonst wäre ich da auch dezent eskaliert. Und wir können jetzt 23 Uhr mit der Fähre fahren. Das heißt, wir sind um 5 Uhr in Deutschland und fahren dann 5 Stunden nach Hause. Wir nehmen also den vollen Berufsverkehr mit. Und wenn wir dann noch ein bisschen Glück haben, stehen wir auf der A9 eine Ewigkeit. Ja, das ist doch mal schön, oder? Einziger Vorteil ist, wir können im Schiff schlafen. So, normale Zeit, ne? Normale Nachtruhe. Das ist vielleicht nicht ganz schlecht. Und es ist ein bisschen hell, wenn man dann in Deutschland Auto fährt. Ja, so läuft das. Heil dem Hafenpersonal. Bei allem Ärger muss man natürlich auch die positive Seite sehen. An einem milden Sommerabend in Trelleborg schießen wir im Hafen diese wunderschönen Bilder. So. Hat nun doch noch geklappt. Wir haben noch eine Fähre bekommen und sind jetzt um 23.15 Uhr endlich mal abgelegt. Bevor ich mich jetzt hier verabschiede und wir gleich im Pausenraum mal eine Runde pennen gehen, komme ich aber natürlich noch für euch zum allseits beliebten Platzhirsch Survival Fazit. Habe ich schon mal erwähnt, wie geil ich diesen Effekt finde, so einfach wie er ist. Könnt ihr immer wieder machen. Also, Schweden war für uns auf jeden Fall eine Reise wert und es wird auch noch nicht die letzte Reise nach Schweden gewesen sein. Wir werden wiederkommen, wenn alles gut geht, nächstes Jahr. Ist Schweden jedermanns Sache? Nee, bestimmt nicht. Das Wetter ist ziemlich widrig, auch jetzt im Sommer. Ich sag mal so, wenn dir das Wetter egal ist, du gern schwere Rucksäcke trägst, keinerlei Wert auf Kontakt zu anderen Menschen legst, die Isolation dir am liebsten ist und du dich auch vor wilden Tieren nicht fürchtest, dann ist Schweden genau das Richtige für dich. Dann bist du bereit für Schweden. Ja, so kann man es kurz zusammenfassen. Ich fand's toll. Was wir mitnehmen, sind nicht viele Souvenirs, aber viele Eindrücke. Natürlich Bilder und Videos. Das Ganze hier zusammenzuschneiden, in dem Moment, wo du das gesehen hast, habe ich wahrscheinlich genauso lange mit Schneiden verbracht, wie ich hier verbracht habe, Zeit in Schweden. Das war auch kein deutscher Satzbau, ne? Okay. Also ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Hoffe, nächstes Mal seid ihr alle wieder dabei. Und sage wie immer, ich bin raus, macht's gut, euer Platzhirsch. In Dreh und Schnitt dieses Videos sind unzählige Stunden Arbeit geflossen. Sofern es euch gefallen hat, würde ich euch also bitten, dass ihr eure Wertschätzung in Form eines Daumen nach oben zum Ausdruck bringt. Ihr könnt auch gerne abonnieren, um zukünftige Videos nicht zu verpassen. Ansonsten checkt Platzhirsch Survival einfach mal auf Facebook, Link ist in der Videobeschreibung. Oder ihr gebt einfach Hashtag Platzhirsch oben in der Facebook-Suchleiste ein und findet's darüber. Für ein paar lustige Outtakes bleibt noch dran und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ziemlich krass. Ihr kommt hier komplett rein. Na du? Alter. Hier kommt nix. Ob das kein Bulle ist, hält uns also nicht für ein Weibchen, was paarungsbereit ist. Die besten Worte des Führers. Was? Was? Hier haben wir einen geweihlosen Mini-Elch. Der ist in der schwedischen Wildnis häufig allein zu finden. Siehst du das da? Rechts? Was ist denn das? Eine riesen Mücke. Ja, das ist... Ja. So. Zum Vlog nochmal.
Wir haben... Könntest du mich filmen, während ich in die Kamera rede? Ja. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert ist, aber irgendein Signal hat hier gerade sämtliche Alarmanlagen ausgelöst. Wie heißt das? Sassnitz. Ja,